Rost? 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 Wo ist er? Zwei Tage vor der Erprobung und er geht ohne mich weg? Das sieht ihm gar nicht ähnlich. Und mit dieser wunderschönen Sequenz möchte ich euch zu einer weiteren Folge von Horizon Zero Dawn begrüßen. Am Mikrofon natürlich wie immer euer Omni. Und ja, Aloy ist jetzt erwachsen. Wir sind jetzt erwachsen. Und schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir müssen ja jetzt diese komische Prüfung da bestehen. Dein Speer kann mit Maus links Maschinenrüstung abschlagen. Probiere es an den Trainingsattrappen aus. Du kannst außerdem kleine Maschinen durch gedrückt halten von L-Shift mit Maus links niederschlagen. In der Objektdarstellung irgendwas. Aha, okay. Schnellspeicherung manuell. Ach, ah, okay. Das kennen wir doch irgendwo her. Okay, dann sammeln wir mal das Rauholz. Na, Rainholz. Und an den Attrappen soll ich irgendwas ausprobieren, hat er gesagt. Dann schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Irgendwas soll ich da abschlagen. Finde Rost. Oder Roast? Oder wie spricht man den richtig aus? Ist auch egal. Wir sollen auf jeden Fall den Rost finden. Die Spitze des Speers. Oder muss ich das an diesen Viechern ausprobieren? Keine Ahnung. Wie kann ich nochmal Pfeile herstellen? Tab. Und dann... Ah, genau. Mit der linken Maustaste herstellen. Aber ich habe keine Pfeile mehr. Oder keine Steine oder was auch immer man dafür... braucht. Das ist nicht schwer. Aber jetzt ist mein Pfeil weg. Kann ich den... Warum kann ich den nicht wieder aufnehmen? Das ist nicht fair. Na gut. Was kann ich denn da... Ach so. Was kann ich da abschlagen? Trainingsattrappe. Einen schnellen, leichten Angriff auf. Der Panzerplatten führt mit langsam einen schweren Angriff aus. Aha, okay. Ist das nicht beides das gleiche? Jetzt habe ich Ihre Aufmerksamkeit. Okay. Ach so, das ist... Ah ja. Und das ist dann ein schwerer Angriff. Okay. Okay. Gut zu wissen. Kann ich jetzt den Pfeil mitnehmen? Wie soll ich denn jetzt... Na gut. Wir machen einfach mal weiter, als wäre nichts gewesen. Wir wollten doch heute jagen gehen. Warum ist er nicht hier? Wohin ist er gegangen? Schauen wir mal, wo er hin ist. Dann nehmen wir die noch mit. Dann nehmen wir die noch mit. Dann nehmen wir die noch mit. Und ich merke gerade, ich hätte vor der Aufnahme hätte ich was essen sollen, denn jetzt überkommt mich so ein ordentlich schöner... Das brauche ich vielleicht noch. ...ordentlich schöner Hunger. Ich schau mal, vielleicht kann ich jetzt was herstellen. Nein, mir fehlt noch Stein oder so ein spitzer Stein oder was auch immer das ist. Was macht er hier oben? Er steht da einfach nur rum. Was ist mit ihm los? Gute Frage. Wie soll ich da jetzt raufkommen? Gibt's hier wie so in Tomb Raider so Seilpfeil? Nö. Kann ich da einfach hochspringen?
Okay. Aloy, du bist hier. Ist alles in Ordnung? Wolltest du allein sein? Nein. Wir müssen reden. Ich habe über dein Training nachgedacht, Aloy. Du kannst jagen, du kannst überleben. Aber ich fürchte, eine Lektion fehlt noch. Willst du sie jetzt lernen? Natürlich. Ich lerne alles, was du mir beibringst. Hier gab es kürzlich Ärger. Das gibt uns die Chance für diese Lektion, doch sie ist gefährlich. Sei vorbereitet. Oder du stirbst. Geh ins Becken hinab und jage, bis du die Teile für Feuerpfeile hast. Feuerpfeile? Von welcher Art Ärger sprechen wir hier? Wenn du die Teile hast, treffen wir uns hier, am Tor hinter dem Dorf Mutterherz. Das Nordtor? Am Rande der Umfassung? Ja. Mach dich auf den Weg. Ist sonst noch etwas mit dir? Du wirkst etwas bedrückt? Ist sonst noch was mit dir? Nein, mir geht's gut. Bist du dir da sicher? Nach der Erprobung? Machst du dir Sorgen, was dann passiert? Nach der Erprobung? Was passiert, ist klar. Du wirst in den Stamm aufgenommen und ich bleibe ein Ausgestoßener, den man meidet. Rost, selbst wenn der Stamm mich aufnimmt, ich... Es gibt viel zu tun, Aloy. Wir reden später darüber. Okay. Okay, das ist natürlich schon hart irgendwie. Ha, fragen wir noch was? Oder ich hole die Teile? Ich frage mal, ob noch was ist. Soll ich noch irgendwas tun, wenn ich unten im Becken bin? Oh, die kauzige Grata könnte Nahrung brauchen. Besorg ihr eine Wochenration Fleisch, wenn du die Zeit dafür hast. Wäre schön, wenn sie mal Danke sagt. Ach, Grata folgt dem Gesetz. Ihr Schweigen ist etwas Ehrenhaftes und nichts anderes. Wenn du meinst... Na gut, dann holen wir mal die Teile. Ich besorge die Teile, aber ich werde auch bei Cast vorbeischauen. Aloy, dieser Mann bricht das Gesetz, wenn er mit dir spricht. Und ich bin froh darüber. Ich will eine Stolperfalle und niemand sonst verkauft an Ausgestoßene. Dann solltest du sie auch laden. Du wirst sie heute Nacht brauchen können. Das klingt geheimnisvoll. Okay, wir sehen uns am Nordtor. Gut. Drücke Enter, um das Questmenü zu öffnen. Das ist jetzt einiges. Okay. Also, hier sind wir und da müssen wir hin. Und dann müssen wir hier irgendwie über den Weg drüber. Na gut, weiter können wir nicht reinzoomen. Da ist das letzte Lagerfeuer. Hier sind noch weitere Lagerfeuers. Da ist eine Quest. Da ist eine Quest. Rede mit Cast und feilsche um eine Stolperfalle. Hier sind Ruinen. Und da ist Geh auf die Jagd nach Lohe und Scherben. Und hier ist das Dorf Mutterherz. Okay. Puh. Naja, dann schauen wir mal. Können wir nochmal mit ihm reden? Worauf wartest du noch? Du musst noch Teile sammeln. Okay, ich hole die Teile. Wie kann ich auf der Seilrutsche... rutschen? Irgendwas macht ihm echt Sorgen. Wenn er glaubt, dass ich ihn verlasse, täuscht er sich. So, wo bin ich jetzt? Da. Okay, da geht's jetzt weiter. Auf dem Pfad muss ich da irgendwie da runter. Und hier ist das Dorf Mutterherz, aber da darf ich nicht rein. Oder die werden mich sofort rausschmeißen. Ja... Dann gehen wir erst einmal zum Lagerfeuer.
Entdecke ein Lagerfeuer, in dem du nah noch herangehst. Nie habe ich dieses Tal hinter mir gelassen. Und schalte einen neuen Schnellreisepunkt frei. Das wird sich frei. Nach der Erprobung ändern. Zwei Tage, bis ich Antworten bekomme. 2 Tage, dann weiß ich, wer sie war. Und warum ich nach der Geburt ausgestoßen wurde. Als ob es dafür eine Entschuldigung gäbe. Na gut, dann sammle ich mal die Teile für ein paar Feuerpfeile. Ich muss eine Herde suchen. Das erinnert mich tatsächlich sehr stark an Tomb Raider. Oder? Was meint ihr? Also bis auf das, dass wir hier keine Gräber und so weiter suchen, erinnert mich das Ganze schon ein bisschen an Tomb Raider. Ich wollte gerade fragen, wer ist denn der Entwickler von Horizon Regen. Zero Dawn? Was soll's? Aber das ist ja ich Sony. Ich bin so gut wie wasserdicht. Das ist ja von Sony selber gemacht, also Sony und noch ein anderer Entwickler. Und Tomb Raider war ja von, ich glaube nicht direkt Square Enix, aber Square Enix hat doch auch so seine Finger irgendwie im Spiel gehabt. War Square Enix da der Publisher? Nee, das war irgendwer anders. Aber die waren, glaube ich, auch mit dabei. Naja, wie auch immer. Das ist so komisch, wenn ich ihr über die linke Schulter schaue. Was haben wir hier? Okay. Warte mal, Karte war... War Karte M? Ja, M war Karte. Dann müssen wir hier jetzt weiter und dann oben, hier bei der Kreuzung, da müssen wir dann da runter. Okay. Aber ich finde, die Steuerung ist ganz angenehm. Zur Kante fallen lassen. Jetzt, runter. Aha. Okay. So geht das also. Was ist das? Wow, Leute, schaut euch das mal an. Das ist doch wunderschön. Hammer. Soll das Schnee sein oder weißer Sand? Mutterherz. Noch 2 Tage, dann weiß ich, wie es dort ist. Ach, das... So viele Leute, alle an einem Ort. Dort fühlt man sich bestimmt nie einsam. Das ist das Dorf? Ja, das ist ja noch weit weg. Wir müssen noch ein wenig weiter. Außerdem müssen wir in die andere Richtung. Kann ich den plündern? Nö. Was haben wir hier und warum ist das rot markiert? Steininventar voll. Ach nö, oder? Ja, toll. Ich habe 70 hier Dings und... Wie kann ich jetzt mein Inventar leeren? Ja, da müssen wir entlang. Oh ja. Ah, das ist schön. Mutters Wacht, Mutter Herz. Dann müssen wir hier entlang, oder? Ja, können wir auch gehen. Wir... Oder gehen wir hier? Nee, wir gehen jetzt mal hier entlang.
Jetzt geht die Kamera wieder auf die andere Seite. Das ist so komisch. Hier laufen die Wächter herum. Und halt mich so ein bisschen vor denen in Acht. Warum sind hier Wächter unterwegs? Okay, da muss ich hin. Hier geht's weiter in die Wildnis. Ich will die jetzt erstmal nicht aufschrecken. Ich gehe ihn erstmal aus dem Weg. Ja. Das ist definitiv besser. Wo ist er denn jetzt? Da drüben. Der ist so eng aufgeschreckt. Der braucht noch ein wenig. Ich kann mich entspannen. Sehr schön. Der geht dann da hinten rum. Und der läuft dann da wieder vor. Und dann läuft der andere wieder irgendwo da rum. Ich gehe jetzt einfach mal da. Ich glaube, der hat mich jetzt gesehen, oder? Ach, verdammt, jetzt ist da der andere. Ich hoffe, ich kann den so ein bisschen leiser nicht vorbeischleichen. Du musst mir helfen. Von wo? Von wo kam da was? Ach, du. Ich muss mit dir reden. Ja, ja. Erzähl. Du redest mit einer Ausgestoßenen? Ich brauche Hilfe. Da ist mir alles egal. Wo liegt denn das Problem? Quält dich dein Bein? Ich bin egal. Es ist meine Tochter Arana. Sie ist in Gefahr. Sie ging bei Mutters Wiege einem Plünderer nach. Ich fürchte um ihr Leben. Ich kann kaum aufstehen, geschweige denn ihr folgen. Hilfst du mir suchen? Ist er Arana? Mutters Wiege, deine Tochter. Naja, warum ich? Naja, das liegt doch auf der Hand, weil ich da gerade vorbeigekommen bin. Deine Tochter. Warum jagt deine Tochter allein einen Plünderer? Ich bin schuld. Ich folgte ihm und er hat mein Bein zerfetzt. Ich bin nur knapp entkommen und mein Speer steckt noch in der Maschine. Es war ein Speer von Edena, meiner Frau, die letztes Jahr starb. Er bedeutet Arana alles. Sie will ihn von dem Plünderer zurückholen. Mutters Wiege? Du sagst, Arana wollte zu Mutters Wiege? Ja. Südöstlich von hier. Ich habe es ihr verboten, aber seit ihre Mutter starb, benimmt sie sich unmöglich. Verdammt sie mich an. Witwer und Krüppel dazu. Ein Vater, der seine Tochter nicht findet. Bitte. Hilf mir bei dieser Sache. Okay, ich helfe Arana, wenn ich kann. Ich tue, was ich kann, für deine Tochter. Bring sie in Sicherheit. Ich flehe dich an. Okay, das machen wir aber später. Um das Questmenü zu öffnen. Rede mit Karst. Und wo war jetzt der andere? Das ist die eine, das ist die andere. Die Karte ist ja noch riesig. Okay. Ach, das ist die... Ach, das ist die... Okay. Das ist die... Alles klar. Dann müssen wir aber hier den Weg entlang. Einmal wieder zurück quasi. Da, wo ich jetzt eigentlich nicht entlang will. Aber wobei... Die Viecher sind gerade nicht unterwegs. Hm.
Ja, komm, dann machen wir doch schnell die Quest mit. Ich habe zwischen Felsen und Bäumen nach deinen Gaben gesucht, finde aber keine Nahrung. Urmutter, als mein Name gegen den Berg flog, hast du ihn nicht zurückgeschickt. Hallo, Grata. Urmutter, seit meiner Verbannung bin ich nicht so beständig gewesen wie ein Fluss. War ich nicht standhaft wie ein Stein? Sei mir gnädig, Urmutter, und sorge erneut für mich. Keine Sorge, ich werde sie jagen. Urmutter, ich höre deine Stimme im Wind. Ich würde dir mit meinen Gebetsperlen danken, aber ich habe sie am östlichen Ausblick verloren. Und das ist einfach zu weit für meine alten Knochen. Diesmal brauchst du also Kaninchen und dein Schmuckstück. Okay, ich komme zu dir ins Lager. Okay. Jetzt müssen wir dahin, oder was? Oder auch nicht, oder... Von wo sind wir jetzt gekommen? Von hier? Na, anscheinend. Nee, sind wir nicht. Von wo sind wir gekommen? Von da. Irgendwo von... Ah, hier. Da war der Weg. Ja, da war der Weg. Da ist das Fleisch, das wir sammeln sollen. Okay. Oh, ich sehe gerade, die Zeit ist schon wieder vorbei. Ja, dann... Ich habe schon geahnt, dass es schneien würde. Also ist das doch Schnee. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, euer Omni.